Herze, wir stecken in einer anstrengenden englischen Woche. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Wenn das Adrenalin so ein bisschen aus dem Körper raus ist, dann merke ich schon, wo man mich getroffen hat. Aber vorher im Spiel oder am Abend selber, da merke ich eigentlich nichts. Aber jetzt geht es mir trotzdem gut. Adrenalin getroffen sind die richtigen Worte. Du hast gestern genetzt. Beschreib mal die Szene. Ja, ich habe da so ein bisschen jetzt den Dreh raus. Ich warte immer so, hinten lauere ich und dann rutscht meistens einer durch und dann halte ich meinen Kopf dann noch schön hin und meistens geht er dann noch rein. Also jetzt schon dreimal die Saison. Das ist jetzt 7 oder 8 Jahre, glaube ich, vorher nicht getroffen, jetzt schon dreimal. Bist du noch zum Goalgetter, Herze? Ja, Goalgetter weiß ich nicht, aber solange ich irgendwie mal ein paar wichtige Tore schieße, ist das immer, ja... Freut mich das natürlich immer. Gestern war es nicht ganz so wichtig, aber mein Gott. Ne? Doch, Tordifferenz. Ja, Tordifferenz. Auffällig war gestern, du hast dich in jeden Ball reingeschmissen, hast auch fast jeden Ball erobert. War das so ein bisschen dein Matchplan, Härte zu zeigen, Zweikämpfe gewinnen? Ja gut, das ist ja sowieso immer so mein Motto, ne, zu spielen oder meine Eigenschaft. Aber natürlich war es gestern nochmal wichtiger, weil wir ja nach dem Gladbach-2-Spiel haben uns dann nochmal als Mannschaft zusammengesetzt und wirklich vorgenommen, dass wir die Grundtugenden wieder auf den Platz bringen müssen. Und das heißt einfach Zweikämpfe gewinnen und ja, Kampf um den Ball. Mit Lotte wartet jetzt ein Verein. Wenn die verlieren, steigen die ab. Du hattest auch schon mal vermeintlich diese Situation mit Paderborn, weil es so ein bisschen aus deinem Kopf vorgeht. Ist das eine extra Motivation für die Spieler? Müssen wir da extra aufpassen? Ja, also ich glaube schon, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Aber die Situation bei denen ist natürlich ein bisschen anders. Die haben schon 10 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Und ich glaube, der letzte Glaube, dass sie es noch schaffen, ist bei denen auch, glaube ich, schon geschwunden. Und ja, die stehen nicht umsonst da, wo sie stehen. Und wir müssen das Spiel einfach gewinnen. So, Punkt aus. Viel mehr Erfahrung hast du aber mit Aufstiegen gemacht. Was glaubst du, worauf wir jetzt ankommen in den letzten Wochen? Ja, dass man als Einheit so zusammenhält. Ne? Und sich von dem Druck, der jetzt von außen kommt, nicht zu sehr beeinflussen lässt. Ich denke, in Drucksituationen diese Saison haben wir immer gezeigt, dass wir zusammenhalten und stark sind. Auch gestern war der Druck enorm und wir haben es super hingekriegt. Von daher bin ich ja froh und mutig, dass jetzt auch die letzten Spieltage so weitergeht. Eine letzte Frage. Trifft Felix Herzenbruch in dieser Saison nochmal? Wenn es sein muss, dann mache ich das nochmal gerne. Herzlich, danke dir. Bitte.